zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial. In ein paar Stunden, in zwei Tagen wird gewählt das Europaparlament und Professor Bernd Lucke, heute mein Gast, will dort wieder hin. Er sitzt schon im Europaparlament und er war Gründer der AfD und heute hat er eine neue Partei gegründet. Das ist die Liberale Konservative Reformpartei, abgekürzt LKR. Also ich sage immer Lucke's Konservative Reformpartei. Dann kann man das gleich mit Ihnen identifizieren. Sie wollen da wieder hin, weil Sie sagen, das Parlament ist wichtig. Das ist nicht unwichtig. Ich habe selbst als Parlamentarier, Sie haben ein Beispiel eben gebracht, dafür gesorgt, dass schon mal ein Gesetz oder eine Initiative gestoppt wurde durch ein Rechtsgutachten. Das soll noch so bleiben. Und wie wichtig ist denn das Europaparlament, wenn ich Europa insgesamt betrachte? Wir haben über Flüchtlingskrise gesprochen. Das sind alles Sachen, die hat jeder vor Augen. Aber da gibt es auch noch die Rechtsstaatkrise. Offenbar funktioniert etwas nicht so, wie es nach dem Verständnis unseres Grundgesetzes eigentlich in ganz Europa funktionieren sollte. Genau. Ist das eine Rechtsstaatkrise? In gewisser Hinsicht ist es das. Und ich will vielleicht auch noch mal mit einem parlamentarischen Beispiel dazu anfangen. Es ist ja bekannt, dass manche Unternehmen, insbesondere international tätige Unternehmen, in Europa keine angemessenen Steuern zahlen. Das nennen wir sie mal. Google, Amazon. Ja, nicht nur Google, auch Starbucks, auch Fiat beispielsweise. Ja? Also auch Unternehmen, die normale physische Güter herstellen und nicht nur irgendwie digitale Unternehmen. Es gibt viele solche Unternehmen, die sich sehr geschickt Steuerschlupflöcher gesucht haben in der EU. Und ich habe da in drei Steuersonderausschüssen mitgearbeitet und mit dazu beigetragen, zum Teil auch als stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses, dass wir diese Unternehmen richtig besteuern können. Ja, also da kann die EU auch sehr sinnvolle Sachen machen. Ich will nicht rüberkommen als der, der immer nur kritisiert und meckert. Ja, ich glaube, da haben wir richtig Fortschritte gemacht. Apple musste jetzt in Irland 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlen. Haben sie zwar unter Protest getan. Das hätte Herr Scholz hier in Berlin auch gerne gehabt. Ganz richtig, ja. Also ich meine, das ist immer auch noch ein Problem. 13 Milliarden Euro. Apple versteuert alle seine Gewinne, die es in Europa macht, leider in Irland. Ja, und das ist ein Problem, was wir dort haben. Nicht? Also auch das ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit natürlich, wenn Unternehmen nicht die Steuern zahlen, die sie eigentlich zahlen müssten. Und darüber habe ich gearbeitet. Aber ich will ja nicht ewig hören und jetzt auch wieder von Ihnen, ja, wir haben gesessen, wir haben dreimal getagt, ja, wir haben das beredet und am Schluss kommt nichts raus. Doch, ist das rausgekommen. Apple hat 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlen müssen. Google, und wenn wir da nicht immer Druck gemacht haben. Starbucks auch nicht. Also ehrlich gesagt, Apple war ein viel schlimmeres Problem als Google und auch Starbucks ist zu einer Nachzahlung verurteilt worden. Und auch Fiat Financial Services ist zu einer Nachzahlung verurteilt worden. Das stimmt nicht, wenn Sie sagen, es ist nichts mehr rausgekommen. Die haben alle blechen müssen. Ich will es nur, dass Sie ihn rauslocken. Gut, okay, das ist nett, dass Sie das sagen. Ja. Aber darauf, worauf Sie ja eigentlich anspielen, ist die Rechtsstaatskrise, die von den etablierten Parteien immer so dargestellt wird, als hätten wir da in Osteuropa so ein paar Regierungen, die sich einfach nicht an unsere Grundwerte halten. Ja? Polen, Ungarn, Rumänien. Komischerweise geht das immer gegen die Osteuropäer. Ich will gar nicht sagen, dass man da nicht hingucken soll. Ich habe selbst dafür gestimmt, dass beispielsweise die Polen sich da mal rechtfertigen vor dem Rat wegen ihrer Justizreform. Aber man soll auch nicht so tun, als sei die Rechtsstaatlichkeit nur in diesen Ländern gefährdet. Ja, also in Malta beispielsweise wird die maltesische Staatsbürgerschaft verkauft. Ja, da kann jeder russische Oligarch ankommen und sich die maltesische Staatsbürgerschaft kaufen. Ein maltesischer Pass, der hat aber billig. Und mit einem maltesischen Pass ist man gleichzeitig aber auch Unionsbürger. Das heißt, man darf sich überall in der Europäischen Union aufhalten. Das ist kein Witz, was Sie jetzt sagen. Das ist kein Witz. Nein, das ist ein ganz offizielles Programm. Man kann sich das kaufen, das kostet, ich weiß nicht, 3 Millionen Euro oder sowas ähnliches. Dann wird man maltesischer Staatsbürger, ohne dass man irgendeine Bindung an Malta hat. Und damit ist man EU-Bürger. Und damit ist man EU-Bürger und kann überall hin. Und wir wissen, das sind russische Oligarchen gewesen, die sich da eingekauft haben. Oder es passiert noch heute. Das sind auch irgendwelche saudischen Ölprinzen, die das machen. Da sind Steuerhinterzieher dabei, da sind Geldwäscher dabei. Also da öffnet Malta weit das Tor zur EU. Und wenn es dann Journalisten gibt, die recherchieren, dass dieses ganze Geflecht von Zahlungen gegen Staatsbürgerschaften bis in das Amt des Premierministers reicht, dann werden sie durch eine Autobombe umgebracht. Daphne Galizia. Ja? Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht mal die Rechtsstaatlichkeit in Malta kritisch hinterfragt. Es geht immer gegen die Osteuropäer. Ja, dann nehmen Sie ja nichts im Parlament. Sie können eine kleine Anfrage stellen, oder? Ich habe das immer wieder gesagt, aber ich habe bislang keine Mehrheit dafür gekriegt. Und die Mehrheit hätte ich jetzt gerne eigentlich ein bisschen verstärkt oder meine Position verstärkt. Deswegen kandidieren Sie ja Sonntag wieder. Durch die Wähler, ja. Nehmen Sie Italien. In Italien sind drei Ministerpräsidenten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ja? Andreotti, Craxi, Berlusconi. Nicht ein einziger von denen hat auch nur einen einzigen Tag im Gefängnis sitzen müssen. Und da frage ich mich, warum machen wir nicht mal einen Rechtsstaats
Verfahren gegen Italien und fragen uns, funktioniert der italienische Rechtsstaat eigentlich? Ja? Und welchen Einfluss hat denn da die Mafia, wenn der Andreotti irgendwie mit der Mafia Geschäfte gemacht hat? Gucken wir nach Spanien, wo demokratisch gewählte Abgeordnete des katalonischen Regionalparlaments seit anderthalb Jahren im Gefängnis sitzen. Nur weil die eine andere politische Vorstellung haben, weil die Unabhängigkeit Kataloniens haben, werden die ins Gefängnis geschmissen. Und am Dienstag dieser Woche dann mit Polizeieskorte ins Parlament gebracht, wo sie einen Eid auf die spanische Verfassung leisten. Erstmal das saßen ist doch sie absurd. Anderthalb, es ist absurd. Erstmal saßen sie anderthalb Jahre im Gefängnis und konnten ihren Pflichten als Abgeordnete nicht nachkommen, obwohl sie demokratisch gewählt waren. Und da frage ich mich, warum wir nicht ein Rechtsstaatsverfahren gegen Italien machen. Ja, können Sie das als Abgeordnete? Gegen Spanien. Können Sie das denn als Abgeordnete initiieren? Können Sie Nein, das in Gang bringen? Es kann nur das Europaparlament insgesamt durch einen Beschluss machen. Das heißt, Sie brauchen ganz viele Partner. Ich brauche 350 Abgeordnete, die das mitstützen. Ja, ja, denn das Europaparlament hat ja über 700 Abgeordnete. Sie sind ja schon abgerechnet. Naja, 350 waren schon, ehrlich gesagt, noch ein bisschen wenig. Eigentlich sind 751 Abgeordnete, also 350 reicht noch nicht mal, wenn alle da sind. Ja. Aber das Europaparlament muss also mehrheitlich einen Beschluss fassen, dass ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet wird gegen solche Staaten. Das kriegen Sie natürlich nicht zusammen. Und das habe ich bislang jedenfalls nicht zusammengekriegt, würde es gerne in der Zukunft mal zusammenkriegen. Denn es ist ja, wie ich vorhin schon sagte, auch Griechenland, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, das griechische Asylsystem ist menschenunwürdig. Warum machen wir kein Rechtsstaatsverfahren gegen Griechenland, wenn die Flüchtlinge so schlecht behandeln? Ja? Na gut, wir schreiben uns das mal auf. Und wenn Herr Lucke dann gewählt wird am Sonntag und wieder im Europaparlament sitzt, dann werden wir mal verfolgen, ob sie das durchkriegen. Ja. Ich meine, das ist ja etwas, Flüchtlingskrise, da sehen die Leute die Flüchtlinge. Und Rechtsstaatkrise, das ist für viele ja irgendwas Abstraktes. Ja, aber wissen Sie, das ist abstrakt, aber es ist eine große Gefahr, denn es spaltet Europa. Ja. Die Osteuropäer sind frustriert. Ich kenne ja nun viele osteuropäische Abgeordnete aus Polen oder aus Ungarn oder aus Rumänien. Und die sagen, immer hackt ihr auf uns rum. Dabei waren wir das, die unsere Freiheit sich erkämpft haben in der Revolution gegen den Sozialismus. Ja? Wir wissen wirklich, was Demokratie wert ist, was Rechtsstaat wert ist. Wir haben gelitten unter 40 Jahre kommunistischem System. Ihr braucht uns da keine Lehren zu erteilen. So sagen mir das die Polen, so sagen mir das die Ungarn. Und trotzdem wird immer auf denen rumgehackt. Und andere, die ebenfalls Dinge falsch machen, in Europa gehen straflos aus. Und das halte ich nicht für richtig. Wir sind ja fast schon wieder am Ende der Sendung. Deswegen kommt natürlich die entscheidende Frage, warum wollen Sie überhaupt wieder ins Parlament? Sie haben doch jetzt schon gewisse Illusionen, Desillusionen und Erfolge gehabt. Weil ich sehe, dass im Parlament die großen Parteien, in Deutschland CDU, SPD, auch die FDP und die Grünen mischen kräftig mit, die EU in einer Art und Weise gestaltet haben, sodass es nicht gut ist. Ja? Also so wie die EU heutzutage ist, hat sie eben viele Mängel, sie ist überbürokratisiert, sie ist aufgebläht, sie macht viele politische Fehler, sie ist krisenträchtig. Und das möchte ich nicht, weil ich überzeugter Europäer bin, weil ich finde, dass wir die europäische Einigung erfolgreich gestalten sollten. Deshalb will ich das, was ich an Einfluss eben haben kann im Europaparlament, nutzen, um die EU zu verbessern. Und den Deshalb Euro will ich ins Parlament. Behalten oder abschaffen? Und vom Euro möchte ich gerne, dass wir ein Austrittsrecht schaffen, denn ich sehe das gar nicht ein, warum Länder sozusagen bestochen werden durch große Transferzahlungen, dass sie im Euro bleiben. Das machen wir de facto zurzeit. Die eigentlich das gar nicht wollen. Also die würden es jedenfalls dann nicht wollen, wenn sie nicht hunderte von Milliarden Euro von uns bekommen würden. Denn Griechenland geht es total schlecht. Ja? Die haben 25% ihres Einkommens verloren durch die Euro-Krise. Also das muss man sich mal persönlich vorstellen, was das bedeuten würde, wenn man 25% seines Einkommens verliert. Seit vielen Jahren haben die jetzt diesen starken Verlust. Italien wächst überhaupt nicht mehr. Ja? Seit 15 Jahren kein Wachstum in Italien. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Staatsverschuldung, wackelige Banken, hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also sieht wirklich nicht gut aus in diesen beiden Ländern. Ich bin persönlich der Auffassung, denen würde es besser gehen außerhalb des Euros, aber das sollen die selbst entscheiden können. Ich will denen das gar nicht vorschreiben. Nur möchte ich, dass man austreten kann aus dem Euro, ohne dass man die EU verlassen muss. Das ist die entscheidende Frage. Das ist der entscheidende Punkt. Euro weg, aber EU ja. Ja, natürlich. Die sollen in der EU bleiben können, denn die EU tut denen gut. Der Brexit ist eine idiotische Angelegenheit. Ja, also das merken die Briten ja immer stärker, dass das eine völlige Fehlentscheidung gewesen ist. Ich will nicht, dass Griechenland oder Italien aus der EU austreten müssen, um den Euro loszuwerden. Aber das ist zurzeit die Rechtslage. Man wird den Euro nur los, man kann nur dann austreten, wenn man aus der EU austritt. Und das ist einfach dumm gestaltet, das ist schlechte Gesetzgebung. Ja? Warum gibt es denn kein Austrittsrecht aus dem Euro? Da müssen wir wieder ein Rechtsgutachten schreiben. Ach, ja, das habe ich sogar schon geklärt. Ja. Das, ehrlich gesagt, das Gutachten habe ich schon. Aber das ist eine politische Frage, da fehlt es noch am politischen Willen. Und ich hoffe, dass der vielleicht in Zukunft mal zustande kommt, dass auch andere
Kräfte das einsehen, es wäre vernünftig, wenn wir in die europäischen Verträge ein Austrittsrecht aus dem Euro einfügen, damit nicht Staaten eines Tages sagen, wir treten aus der EU aus, um den Euro loszuwerden. Nun wollen noch viele Staaten, die es noch in Europa gibt, die nicht in der EU sind, Serbien und andere, wollen in die EU. Richtig. Und wollen den Euro. Nö, das weiß ich nicht, ob die den Euro wollen. Also, das ist ja nicht dasselbe. Ja? Ich bin dafür. Viele Bürger vermischen das. Die denken, das ist dasselbe. EU bedeutet Euro. Dabei haben nur 19 von den 28 Ländern den Euro oder 16. Stimmt. Ja, 19 sind es inzwischen. Ja. Genau, es werden immer mehr. Es sind alle verpflichtet, den Euro einzuführen, bis auf Großbritannien und Dänemark. Die Polen aber haben neulich ausdrücklich gesagt, sie wollen den Euro gar nicht. Sie sind zwar verpflichtet, ihm beizutreten, aber sie haben gesagt, nein, wir wollen den nicht. Und auch das ist eine problematische Sache und das ist auch eine Frage von Demokratie. Wenn ein Volk klar sagt, es will den Euro nicht, ist es dann eigentlich demokratisch, dass die EU in ihren Verträgen festlegt, aber sie müssen dem Euro beitreten, obwohl das Volk das nicht will? Sie könnten ja ein Wort dazwischen setzen, wir wollen den Euro nicht, und dann ergänze ich, wir wollen den Euro jetzt nicht. Naja gut, ich habe ja nichts dagegen, dass die eines Tages sagen, wir wollen den Euro, aber dann sollen sie wiederum noch später auch sagen dürfen, wir wollen ihn nicht mehr. Es wäre eine gute Lösung, ja, und wir sind am Ende der Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Glück am Sonntag. Und wenn Sie die liberal-konservative Reformpartei von Bernd Lucke wählen wollen, Sie stehen auf Platz 1. Ich bin nicht zu übersehen, ich stehe direkt auf dem Wahlzettel. Auf dem Platz 33 des Wahlzettels finden Sie ja, unsere das Partei. Wollte ich wissen. Ach, 33. Das wollte ich wissen. Gut, ja. Platz 33 Parteien kandidieren. Von 40 Parteien, ja. 33 sind Sie. Genau. Und muss man wie bei der Bundestagswahl zwei Kreuze machen? Oder? Nein, nur ein Kreuz. Nur ein Kreuz. Es gibt keine Erst- und Zweitstimme, es gibt nur eine Stimme. Also man kann und sich kann nicht rausreden. Und ich würde es hoffen, dass Sie es tun, auf Platz 33 anbringen. Da sehen Sie Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. Auf jeden Fall wählen gehen. Nicht? Das Parlament ist wichtig, das Europaparlament, das haben wir gerade gelernt. Und wenn Sie dann mal alles durchgehen und bei 33 zu Ende sind, dann können Sie ja mal einen Stift zücken. Ja? Das war jetzt Wahlwerbung. Vielen Dank, Herr Brickmann. Okay. Professor Bernd Lucke, bedanke mich, dass Sie da waren. Danke für das Gespräch. Und falls Sie dieses Jahr dieses Mal nicht gewählt werden sollten, in vier das Jahren hoffe ich oder nicht. In fünf Jahren, sind ja Wiederwahlen. Nein, nein, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir gewählt werden, denn es gibt ja keine 5%-Hürde. Aber ich lade Sie jetzt schon ein, zwischendurch hier in die Sendung zu kommen und zu berichten, was Sie so an Erfolgen haben im Europaparlament. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. So regelmäßig, unregelmäßig. Mache ich gerne. Ich bin immer gerne in Berlin. Ich bedanke mich bei Ihnen und dann Daumen drücken kann man nicht sagen für Sonntag. Gehen Sie gewissenhaft wählen. Bis dann wieder nächste Woche am Montag. Montagabend 20.15 Uhr ziehen wir hier eine Bilanz. Und zwar mit der AfD-Abgeordneten von Frau von Storch. Ja, jetzt gucken Sie kurz. Die olle Störchen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.